Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Staffel, bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, bei Tim Maborn und den Eisenzähnen. Und wir starten ins Spiel rein. Wir nehmen natürlich die Eisenzähne und bei der Karte habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Wir nehmen die Terrace-Karte, die Terrassenkarte. Und das wird aus einem ganz bestimmten Grund interessant werden. Das erzähle ich euch gleich, wenn wir drinne sind. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Einstellung schwer selbstverständlich und starten rein ins Spiel. So, die Eisenzähne. Warum die Eisenzähne? Ich möchte gerne die Eisenzähne bauen, vor allen Dingen, weil die Eisenzähne haben zwei Besonderheiten. Die Eisenzähne haben die eine Besonderheit, sie züchten ihre Biber. Das heißt, sie werden nicht geboren im klassischen Sinne. Wir müssen also Wasser und Beeren ausgeben für unsere Bruttanks. Das bedeutet, wir müssen immer genug auf Lager haben und können das wirklich nicht auf Null runterfahren. Denn wenn wir bei Null sind, werden keine neuen Biber mehr nachkommen und dann wird es hier ziemlich sicher irgendwann zu Ende gehen. Und wir haben große Wasserräder, zeige ich euch gleich alles. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Namen an. Das ist die Hansestadt. Und jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken. Das ist die Hansestadt Timberland. So. Und da sind sie, unsere stolzen Biberisten und Biberinnen, die hier als Eisenzähne unsere Karte neu bevölkern wollen. Und jetzt gucken wir uns mal die Karte erstmal in Ruhe an. Also, wir sehen hier erstmal ein kleines Flüsschen vor der Tür. Wir sehen hier ein paar Beeren. Das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich gehe bewusst ein bisschen flach ran. Dann sehen wir hier ein paar Bäume und hier vorne sehen wir Bäume. Da denkt man sich doch im ersten Moment, oh geil, cool, tolle Karte. Und dann zeige ich euch mal das drumherum. Ja, ihr seht es. Es gibt hier keine Möglichkeit, hier runterzukommen. Wir sind wirklich auf einer Terrasse und wir sind gefangen. Und das wird uns jetzt wirklich beschäftigen. Das Problem ist auf dieser Karte in meinen Augen nicht das Wasser. Denn wenn man mal ehrlich ist, hier vorne die beiden Elemente für den Damm, das kriegen wir hin. Das schaffen wir, da mache ich mir keine Sorgen. Das Problem wird wirklich sein, dass wir mit diesem Holz auskommen. Denn wir haben keine Möglichkeit, an Holz zu kommen, außer dieses Holz hier oben. Es sei denn, wir fangen natürlich an, einen Förster zu bauen, aber für einen Förster brauchen wir Holz. Wir müssen vorher natürlich forschen, wir müssen leben, wir müssen Nahrung produzieren und so weiter und so fort. Und das wird jetzt die Schwierigkeit sein, dass wir genug Gebäude bauen zum Überleben, aber nicht so viele, dass uns das Holz ausgeht, bevor wir in der Lage sind, Treppen zu bauen. Und die Treppen müssen wir auch noch bauen. Eventuell machen wir tatsächlich zuerst den Förster. Ich zeige es euch mal. Der Förster kostet nämlich ja auch schon 60 Forschungspunkte. Das ist nämlich die Herausforderung jetzt. Gehen wir zuerst in den Förster, wird vielleicht die zweite Dürre so heftig, dass uns dieser Wasserspeicher nicht mehr ausreicht. Gehen wir zuerst auf die Plattform und die Holztreppe, ist vielleicht das Holz aus und wir können keinen Förster mehr bauen. Also das wird eine echte Herausforderung. Langfristiges Ziel des Let's Plays, wenn wir uns diese coole Karte angucken, wir haben zwei Wasserquellen. Einmal diese Wasserquelle hier mit tatsächlich zwei und diese Wasserquelle hier hinten. Langfristiges Ziel, ich möchte gerne diesen ganzen Bereich hier vorne, hier zu einem riesigen Staudamm umbauen und hier hinten lang eine riesige Batterie an großen Wasserrädern bauen. Und die haben eine unglaubliche Energiemenge von 180 PS pro Kubikmeter, die ihr Durchfluss pro Sekunde. Und das ist mehr als das Vierfache des Kompaktwasserrades. Das ist echt eine Ansage. Das muss man immer sagen. Also das ist schon gut. Also damit können wir schon leben. Ansonsten haben wir auf der Karte auch unterirdische Ruinen. Da können wir uns irgendwann auch dran gehen. Oder können wir irgendwann auch dran gehen. Die sind ja mit den mit dem Update 1 ist das hinzugekommen, bei beiden Fraktionen. Und ansonsten, hier vorne ist nichts weiter Interessantes. Das sind ein paar Kartenelemente, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Kurzfristig möchte ich hier ein kleines Wasserbecken bauen und hier vorne ein paar Wasserräder platzieren für kurzfristige Energieproduktion. Aber langfristig ist tatsächlich der Plan, aus dieser Quelle die Wasserversorgung speisen. Das wäre vielleicht langfristig hier unten in einem Wasserbecken. Und langfristig als zweites Teil hier hinten ein zweites Wasserbecken bauen, was ausschließlich
die Energieproduktion dient. Das heißt, das Wasserbecken wird ausschließlich so viel Wasser aufnehmen, dass wir hier hinten unsere Wasserräder betreiben können. Eventuell mit Pumpen das dann auch runterpumpen. Das müssen wir dann sehen. Und da danke ich nochmal dem guten Kardinal, der mir hier auch gezeigt hat, über seine Karte, dass das auch definitiv möglich ist. So, soviel zum Vorgeplänkel. Und jetzt müssen wir tatsächlich auch schon überlegen und anfangen zu planen und zu bauen, dass wir hier auch das vernünftig hinkriegen. So, wir müssen 2 Holzfällerposten platzieren, die idealerweise das ganze Holz abbauen. Und das könnten wir da hinsetzen. Dann bauen wir mal tatsächlich eine Flucht hier hin. So. Und platzieren auf der Seite 2 Sammlerfahnen, dass wir hier entsprechend die Nahrung haben. Okay, wie geht's weiter? Wir bauen einen Pfad hier runter und setzen hier unten die erste Wasserversorgung hin. Eine Tiefenwasserpumpe. Und 2 Wassertanks. So, einmal dahin bitte. Und ich würde tatsächlich sagen, das versuchen wir mal gerade runterzuziehen. Das sieht einfach gut aus. So, dann haben wir das erste Thema fertig. Dann müssen wir tatsächlich auch schon ans zweite gehen. Und das ist extrem wichtig. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Es gibt hier die Zuchtbehälter und die brauchen wir definitiv. Und ich habe mir da auch schon mal überlegt, wo wir das Ganze hinbauen. Und ich würde es tatsächlich gerne die Zuchtbehälter hier hinbauen und die Forschung hier hin. Dann werde ich mir überlegen, dass die Forscher hier zur Arbeit gehen, hier oben und hier vorne stehen. Ich finde, das sieht echt gut aus, wenn wir uns das mal hier vor Augen halten, hier hinten. Da haben sie eigentlich einen ganz guten Ausblick. So, jetzt haben wir natürlich wieder kein Holz markiert. Ja, das machen wir. Einmal da bitte. Und einmal da bitte. Okay, sehr gut. Das ist im Bau, das ist im Bau. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Bauernhaus. Das setzen wir hier vorne hin. Und wir brauchen Zuchtbehälter. Da hat man gesagt, die setzen wir erstmal dahin. Und hier vorne müssen wir ja so und so mit einem Weg rangehen. Dann können wir den auch einfach weiterziehen. Und die Forschung, die Wissenschaft bauen wir dahin. Und dann gucken wir uns die Prioritäten an. Wichtigste und höchste Priorität erstmal Tiefenwasserpumpe und dann ein kleiner Wassertank. Dann in meinen Augen schon die Dämme. Die müssen wir hinten hinsetzen. Die würde ich ganz ans Ende setzen. Wir bauen die Dämme einmal dahin. Und die kriegen auch schon die nächsthöhere Priorität. Und dann hoffen wir mal, dass das reicht. So, ein wenig schneller bitte. Und dann haben wir, denke ich mal, die Prioritäten vergeben. Die beiden werden zuerst gebaut, dann die Sachen und dann kümmern wir uns um den Rest. Dann würde ich tatsächlich danach als Prioritätenliste vergeben, einmal ein Zuchtbehälter und danach ein Bauernhaus. Das ist die Reihenfolge, wie ich das machen würde. Und jetzt gehen wir erstmal mit den Leuten mit und gucken uns wirklich das mal an. Und ich bin mir sicher, ihr fragt euch jetzt, Mensch Nerd, du brauchst ganz dringend ein Lager. Ja, da gebe ich euch recht, das brauche ich definitiv. Und jetzt kommt mein Einwand mit dem Komma aber. Ein Lager hätte ich bei anderen Let's Plays tatsächlich auch direkt mitgebaut. Aber das kostet 15 Holz. 15 Holz bei, wir gucken uns mal an, was so ein Baum bringt, eine Kiefer. Das bringt uns hier 2 Holzscheite. 15 Holz, wenn wir davon ausgehen, dann 16, müssen wir hier 8 Bäume fällen. Ja, wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die ganze Ecke hier vorne. Ausschließlich für ein Lager. Ja, ich weiß, das brauchen wir.
aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich in der Phase des Let's Plays eine gute Idee ist. Wir müssen nämlich wirklich mit diesem Holz hinkommen, denn wenn das Holz leer ist, dann ist das Let's Play vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier am Anfang keine Nahrungs- und Wasserprobleme haben werden. Ich habe ja mit dem Bauernhaus am Anfang auch ein bisschen dazugelernt. Aber wenn das Holz leer ist und wir nicht in der Lage sind, den Förster zu bauen, dann können wir uns mit dem bisschen Wachstum, was wir hier vielleicht noch haben, irgendwie über die Zeit retten. Aber irgendwann ist das Wachstum auch vorbei, meiner Erfahrung nach. Dann wird das so wenig, dass dass es einfach nicht mehr ausreicht und das Let's Play im Prinzip vorbei ist. Und das ist, glaube ich, eine komplett neue Herausforderung, die wir hier zu meistern haben. Und deswegen bin ich hier echt mega gespannt. Okay. Und dann würde ich sagen, genehmigen wir uns mal eine kleine Mitlauf bei Jinjin. Mal gucken, was die Jinjin hier macht. Ach, die kleine Jinjin schläft. Ach, süß. Ach, guck mal, wie die kleinen Biberchens da liegen. Ach, es ist schon ein schnuffiges Spiel, muss man ja wirklich sagen. So, meine kleine Jinjin, dann möchte ich dir natürlich auch noch einen weiteren Befehl geben, nämlich leider musst du bis 19 Uhr, na sagen wir sogar bis 20 Uhr arbeiten, damit wir hier alles fertig kriegen. Das ist mir tatsächlich wichtig, denn ich möchte hier auf keinen Fall Probleme bekommen. Okay, so, Sammlerfahne ist fertig. Also, jetzt gucken wir mal. Jawohl! Die Tiefenwasserpumpe ist fertig. Jetzt will ich euch nochmal eine andere Sache zeigen, was ich bei den Eisenzähnen auch cool finde. Und dazu gehen wir tatsächlich mal unter die Map. Und ihr seht hier den Rüssel von der Tiefenwasserpumpe. Ja, der ist wirklich enorm lang. Und das sorgt dafür, dass wir hier tatsächlich mit dieser Tiefenwasserpumpe 6 Elemente weit runterpumpen können. Das bedeutet, dass wir tatsächlich auch eine ganz andere Konstruktion hier machen können. Wir können also ein riesiges Wasserbassin bauen. Wenn ich das mal durchzähle, ich habe das mal gemacht, müssten das hier ungefähr 6 Elemente sein. Ja, wenn man sich mal anguckt, wie hoch hier so eins ist, ja, dann sind das ungefähr so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind das tatsächlich eine Höhe von 6. Das heißt, wenn wir hier einen Damm errichten, tatsächlich hier vorne uns ein Wasserbassin bauen, in diesem Bereich, dann können wir bis hierhin, bis zu dieser Ebene weiterpumpen, wenn wir das hier machen. Also das ist schon enorm. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also da haben wir viele Möglichkeiten und mit Sprengstoff könnten wir hier zum Beispiel auch direkt von hier aus eine Einleitung nur in unser Wasserbassin bauen, dass wir ausschließlich mit dem Ding hinterher hier unser Wasserbassin speisen und den Fluss wirklich komplett trockenlegen. Und den hier reinlaufen lassen. Also da haben wir unheimlich viele Möglichkeiten. Und jetzt zeige ich euch mal im Tiefflug, während unsere Biber bauen, mal diese wunderschöne Karte, indem wir hier diesen Flusslauf verfolgen. Und die ist wirklich schön. Ja, wir haben hier wirklich nur einen einzigen Fluss vorbei. An ein paar wunderschönen Birken geht es hier runter. Und hier geht es in ein kleines Tal. Das ist schon echt cool, wenn man hier mal so im Tiefflug durchgeht. Da hinten gibt es ein bisschen was zu essen. Unerreichbar für unsere Biber. Und da geht es durch ein weiteres kleines Tal. Hier unten lang am Kieferntal. Über ein bisschen Beeren essen. Noch mehr Beeren. Hier hinten auch in einem riesigen Tal. Und dann geht es hier hinten aus der Karte raus. Das heißt, wir haben wirklich einen Flusslauf. Kurzfristig würde ich übrigens tatsächlich versuchen, so in den nächsten Folgen schon, Treppen zu bauen hier runter. So dass wir hier zumachen können. Wenn wir hier zumachen, dann haben wir die unheimliche, dann haben wir einen riesigen Vorteil, dass wir wirklich, wir haben überhaupt kein Problem mehr. Ja? Das Wasser kann hier ruhig alles überfluten. Das ist uns in dem Fall tatsächlich, na, es ist uns nicht ganz egal, weil wir gerne die Beeren hier hätten. Aber dann müssen wir darauf verzichten und die neu anbauen. Aber das kann ruhig alles überflutet werden, sodass wir hier wirklich einen riesigen Wasserstand auch haben. Das ist cool. Das heißt, wir machen hier sogar, ich würde sogar sagen, richtige Deiche hin, hier unten. Sodass wir hier wirklich alles speichern und hier am Anfang für, ich würde mal ganz, ganz, ganz vorsichtig schätzen,
durchaus 10 Tage genug Wasser hätten. Deswegen habe ich die leise Hoffnung, dass das Wasser hier für uns vielleicht nicht das Problem sein wird. Es ist in meinen Augen tatsächlich mal was ganz anderes, nämlich das Holz. So, jetzt gehen wir mal in die Prioritäten. Jetzt sind die nämlich fertig. Jetzt machen wir einmal dich nach ganz hoch, bitte. Dann machen wir bitte einen Zuchtbehälter auf Mittel. Du bleibst auf Normal. Dann gehst du auf ganz niedrig. Und die auf niedrig. So. Und dann gucken wir mal. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann schreibt gerne euren Namen und auch Vorschläge für mögliche Namen der Distrikte in die Videobeschreibung. Und dann, Quatsch. In die Kommentare, in die Videobeschreibung könnt ihr wahrscheinlich nichts reinposten. Und dann werde ich mir das alles notieren, versprochen. Und wenn es sicher ist, dass wir das hier überleben, ich denke mal, so ab der dritten Folge werdet ihr dann auf jeden Fall alle dabei sein. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht alle, sondern ich werde per Zufall Leute aus der Liste auswählen. Denn am Anfang werden wir mit Sicherheit nicht alle versorgen können. Ich habe nämlich jetzt schon 20 Leute und ich kann ja mal, während wir uns das hier angucken, mit aufzählen, wen ich schon habe. Das ist zum einen den Kardinal, das ist Feenstaub, das ist Alex S., das ist Super Sauer, Simon, Vivi, René, El Scorcho, das ist Kukul Khan, da habe ich lange geübt, den Namen zu sagen, ich hoffe, der war richtig, Katsche, Kevko, Blucky, Rodox, Chris, Patrick und nochmal Lucky, nicht zu verwechseln mit The Lucky. The Lucky ist The Lucky 19, 169 und Lucky ist Lucky. Also, Lucky ist nicht Lucky, sondern Lucky ist der Nickname Lucky. Vielleicht auch Lucky, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Gut. Und jetzt sind die Biber wieder am Schlafen. Dann können wir tatsächlich mal die nächsten Gebäude planen. Als nächste Planung würde ich gerne mal mit euch über die Häuser sprechen. Da habe ich mir auch mal lange Gedanken gemacht, wo wir die hier platzieren. Und ich würde es tatsächlich gerne hier hinten in diesem Bereich machen. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich Wegprobleme bekommen werden. Wir werden wahrscheinlich nicht sehr weit von unserem hier jetzigen Distrikt gehen können, denn wenn wir hier die Treppen runtergehen, dann wird wahrscheinlich hier vorne Schluss sein, würde ich tatsächlich schon vermuten. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das hier schon von einem anderen Distrikt ausbauen müssen. Ist meine Vermutung. Aber das werden wir sehen. Das Wichtige ist, dass wir trotzdem gucken, dass wir das hinkriegen. Deswegen würde ich die Häuser gerne etwas zentraler bauen. Und das erste Haus bauen wir hier hin. Wichtig ist bei den Eisenzähnen, die Häuser dienen nicht, ganz wichtig, nicht dazu, Kinder zu kriegen. Das machen ausschließlich die Zuchtbehälter. Deswegen setzen wir uns die Baracke. Deswegen gibt es ja auch nur so eine ultra modernen, hübschen Baracken. Mal hier vorne hin. Gehen da auf Pause. Das wollen wir noch nicht machen. Und ziehen hier tatsächlich auch den Weg lang. Und hier möchte ich dann tatsächlich eine Treppe bauen. Möglicherweise bauen wir hier auch ein Hochhaussystem hin. Das müssen wir alles sehen. Das Gute ist, wir sind hier flexibel genug, wenn wir hier irgendwann mal einen Damm bauen, vielleicht den etwas höher ziehen, dass wir hier einfach stumpf weiterbauen können. Über diese Kante hinweg. Ich denke, da sind wir in guter Gesellschaft. So, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Gucken mal, dass wir das jetzt hier mal fertig kriegen. Wichtig ist tatsächlich der Teil hier hinten. Da sind wir bei 8 und wir sind in der Nacht. Da machen wir nochmal ein bisschen schneller. Die Nacht können sich ein bisschen schneller verbringen. So, 21 Wasser haben wir. Das Wasser reicht, würde ich schätzen, übrigens genau einen Tag. Dann ist hier Sense. Und deswegen brauchen wir ganz dringend hier hinten die Dinger. So, dann gucken wir uns mal den kleinen Fratz hier an. Und gehen wir mit, was er macht. Erstmal was trinken. Was macht ein junger Biber in einer Kolonie, in dem es nichts zu tun gibt für ihn? Ja, sich in den Bärenbusch setzen. Warum nicht? Mein Gott. Und was essen. Ja, und nochmal in den Bärenbusch setzen? Nee. Okay, gut. Meine Katze hat sich mal in Rosmarin gesetzt und immer wenn sie an mir vorbeigegangen ist, kam so ein Rosmarinduft an dir vorbei. Das war schon ein wenig, ja, spannend. So, jetzt haben wir tatsächlich hier schon das Problem, dass hier relativ viele Beeren schon abgeerntet sind. Das heißt, wir müssen echt zusehen, dass wir dieses Ding hier bauen.
das Bauernhaus, damit wir hier Karotten produzieren. Das ist echt, echt, echt wichtig. Wie sieht es hier hinten aus? 16 von 20 und 0 von 20. Na, ich denke nicht, dass das tatsächlich knapp wird. Aber das Bauernhaus wird bestimmt wieder eine Herausforderung werden. Wir machen mal einen tatsächlich dicht hier. Denn wir sind ja bei 99. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so viel mehr. Startgüter hier gehen ein paar Beeren. Hier sind ein paar Beeren drin. Das ist voll. Ja, komm, wir machen das Ding mal aus. Das passt schon. Okay, hier können wir tatsächlich auch priorisieren. Blaubeere oder Kastanienbaum. Ah, okay. Jetzt ist auch klar, dass man das definitiv mit einer Sammlerfahne macht. Gut, das haben wir im alten Let's Play auch gesehen. Aber ich finde es interessant. Das hatte ich da, das mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, dass man es priorisieren kann. Okay. Der erste Damm ist fertig. Wunderbar. Und der nächste Damm ist bei 2 Holzscheiten. Wie sieht es mit der Holzversorgung aus? Ah, das erste Drittel an Holz ist tatsächlich schon weg. Aber es wachsen schon Bäume nach. Das ist gut. Es wächst aber halt nicht überall was nach, ne? Wenn man sich diese Holzscheite hier ansieht, da ist halt nichts nachgewachsen. Es ist halt nicht gesagt, dass das, was ich meinte, es hat nicht gesagt, dass jeder Baum nachwächst. Das wird mit der Zeit immer weniger. Und irgendwann habt ihr den Punkt erreicht, dass die Dürre kommt in 3 Tagen. Oh mein Gott. So. Der Damm ist gleich fertig, da mache ich mir also keine Sorgen. Dürre, ja. Jetzt müssen wir genau überlegen, was wir machen. Wir brauchen also definitiv danach den Zuchtbehälter. Und dann das Bauernhaus. Wir gucken mal in die Forschung rein. Ich denke, dass wir warten nochmal ab, bis der fertig ist. Und dann werden wir nochmal die Prioritätenliste ändern. Und dann gehen wir schon mal gemeinsam in die Forschung rein und schreibt gerne auch da mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde tatsächlich zuerst Holztreppe erforschen und Plattform. Und danach, ich hoffe, das passt, der Förster. Ich hoffe wirklich, dass das passt. Denn es kommt halt darauf an, das ist wieder das Problem. Wenn der Zufall in diesem Spiel es so will, dann kann er uns beim zweiten oder dritten Mal, keine Ahnung, 12 Tage Dürre reinhauen. Und Dann brauchen wir tatsächlich eher, ja, vielleicht sogar nicht nur die Treppe und die Plattform, sondern tatsächlich eher einen Deich. Und wenn er es nicht will, dann könnten wir eher den Förster bauen. Ich bin da echt unentschlossen. Vielleicht bauen wir auch tatsächlich erst den Förster und sorgen dafür, dass wir genügend Holz haben. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt machen wir erstmal den Dampf fertig und dazu lassen wir unsere Biber mal ein bisschen schneller schuften. Ernsthaft, jetzt gibt es schon die Nacht. Ne, tut mir leid, ihr müsst eine Stunde länger arbeiten. Ich will das hier eigentlich heute noch fertig haben. Tja, und wenn ich das so sehe, wird das echt... Ah, schade, es ist nicht ganz fertig geworden. Es fehlen aber nur noch 2 Holz. Kuckuck, aufwachen. Schlafmütze. Und da ist er fertig. Sehr schön. Das heißt, Wasserversorgung, Haken hinter, check. Sehr gut. Wunderbar, das freut mich. Also Zucht gestoppt. Oh, wunderbar, der ist auch fertig. Hier werden wir jetzt also Wasser und Beeren reinbringen. Ich erkläre euch das nochmal, wie das funktioniert bei diesem Zuchtbehälter, falls ihr die Eisenzähne nicht kennt. Das ist tatsächlich sehr interessant. Wir bringen hier Wasser und Beeren rein. Deswegen haben wir bei den Eisenzähnen nicht nur die Herausforderung, dass wir selbst, also wir als Biber das essen, sondern auch das Essen für die Zucht benötigen. Das bedeutet, da wird ein Biber gezüchtet und wenn der rauspurzelt, dann ist das erst ein Jungtier. Das heißt, der kommt nicht erwachsen raus. Dann muss der nochmal 5 Ingame-Jahre wachsen, bis er dann wirklich erwachsen ist und daran teilnehmen kann. Das ist eine extrem coole Mechanik und sorgt dafür, dass wir immer eine Mindestanzahl an Züchtungen haben müssen. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass wir ein bisschen her über die Lage sind und das Bevölkerungswachstum hier wesentlich genauer steuern können und einfach mit Baracken den Leuten ein paar, dass wir denen ein bisschen zu Hause geben und über die Baracken kriegen sie
Schutz- und Schlafbedürfnis. Und wenn wir so ein Biber mal anklicken, dann sehen wir beim Schutz, Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Und beim Schutz hätten wir Lebenserwartung und Gehgeschwindigkeit. Das heißt, die werden schneller beim Schutz und sie leben länger. Deswegen halte ich eine frühe Baracke mittlerweile tatsächlich für durchaus wichtig. Deswegen ist jetzt die Frage, nachdem wir das fertig haben, wie wir jetzt mit den Prioritäten weitermachen. Also, ganz wichtig, Bauernhaus. Dann sehe ich in meinen Augen schon diesen Tank hier. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich... Nee, wir drehen das sogar nochmal um. Wir machen zuerst den Tank fertig. Machen dann das Bauernhaus. Machen dann die Forschung. Machen dann die Baracke. Und danach den Zuchtbehälter. Ich würde übrigens tatsächlich im Moment kein Holzlager bauen. Das ist bei den Eisenzähnen auch ein bisschen anders. Das Holzlager braucht ihr nämlich Holz. Denn das Holzlager findet ihr jetzt hier unter Speicher und findet ihr, glaube ich, bei den anderen auch. Und das ist ein industrielles Holzscheitlager. Das heißt, es ist stabil und da können andere Gebäude drauf gebaut werden. Das ist natürlich eine coole Sache, keine Frage. Das heißt, man kann es schön hochstacken. Es braucht nicht so viel Platz. Das ist toll. Also wirklich toll. Aber das verbraucht deswegen entsprechend auch 12 Holz. Und deswegen können wir das am Anfang tatsächlich einfach nicht gebrauchen. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch nicht, dass wir bei dem Ganzen, was wir hier bauen, jemals große Holzreserven auf Lager haben werden. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir den noch fertig bekommen und danach schon im Bauernhaus landen. Und ich muss sagen, für die erste Folge sieht es zumindest, was das Wasser und das Essen angeht, gar nicht so schlecht aus. Aber ich bin ehrlich, mir macht das Holz Sorgen. Denn wir haben nur noch dieses Stückchen hier und wir müssen damit definitiv bauen. Mindestens ein Erfinder. Mindestens eine Baracke, damit wir uns eventuell den zweiten Zuchtbehälter sparen können. Das ist die Überlegung, wir züchten weniger nach, sorgen gleichzeitig dafür, dass sie länger leben. So können wir uns diese 10 Holz für diesen Zuchtbehälter vielleicht sogar erstmal sparen. Und dann müssen wir tatsächlich schon gucken, was wir dann erforschen. Als allererstes den Förster oder je nachdem, wie heftig die Dürren werden, tatsächlich in Richtung Holztreppe oder Plattform, man wird sehen. So, der ist gleich fertig, das ist wichtig, damit wir in den anderthalb Tagen ihn auch nochmal voll kriegen. Dann haben wir nämlich 2 Tage oder so anderthalb Tage für alle unsere Biber Wasser in Reserve. Und der Zuchtbehälter läuft übrigens. Und es ist fertig. Wunderbar. Der Wassertank ist fertig. Und jetzt zeige ich euch mal den Zuchtbehälter. Da seht ihr nämlich den Biber auch drin. Wie er da drinne schwimmt und wirklich wächst und gezüchtet wird. Okay. Und wie heftig diese Dürre wird. Und ob wir das überleben und ob wir genug Holz haben, um unsere Träume hier zu verwirklichen. Auf unserer neuen wunderbaren Karte, auf der Terrassenkarte. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefällt, würde ich mich wie immer über einen Like und ein Abo freuen. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.